Was geht ab, Freunde? Tollner ist wieder am Start. Und zwar befinde ich mich heute in Offenbach, liegt bei Frankfurt. Ich drehe heute eine Offenbach-Foodtour, Freunde. Seid gespannt, es werden zwei, drei Foodspots auf euch zukommen. Und ich würde sagen, wir starten los. Let's go. So, Freunde, ein paar Worte zu Offenbach. Das ist, ich würde mal sagen, schon kleiner als Frankfurt für die, die es nicht wissen. Aber ist auch eine sehr belebte Stadt und kann man schon mit Frankfurt auf jeden Fall vergleichen, so von der Atmosphäre. Wir sind an unserem ersten Food-Hotspot angekommen und zwar befinde ich mich direkt vor La Baguette. La Baguette gibt es auch in Frankfurt, aber auch in Offenbach. Und ich würde mal sagen, wir gehen rein und probieren mal einen leckeren, saftigen Baguette. Ja, Freunde, auf jeden Fall gibt es hier den Baguette in verschiedenen Varianten. Man kann Hähnchen, Pute, Köfte, Fisch, Thunfisch, Kalamari und auch natürlich vegetarisch bestellen. Ich bin sehr neugierig und wir gehen mal rein. Ja, Freunde, alles wird Schritt für Schritt gemacht. Die Köfte werden erst gebraten, dann wird das Ei draufgelegt. Auf das Baguette kommt dann eine scharfe Soße drauf. Köfte und das Ei wird auf das Baguette draufgelegt und dann kommen die Toppings. Eisbergsalat, Krautsalat, Mais, Gurken. Richtig lecker. Käse darf auch nicht fehlen natürlich. Und ich würde sagen, wir probieren das La Baguette in Offenbach. So, Freunde, das Baguette wurde zubereitet. Also schon beim Zubereiten ist mir das Wasser im Mund zerfallen. Das ist richtig lecker. Sieht richtig gut aus. Bin sehr gespannt. Das Brot wurde davor natürlich schön erwärmt, ist schön knusprig. Und so sieht das Endprodukt aus. Und ich würde sagen, wir warten nicht lange. Ich habe Hunger und Bismillah. Leute, das Erste, was ihr schmeckt, sind die Soßen. Ja, ich habe so eine scharfe Soße ausgewählt, richtig krank. Der Käse, der drauf geschmolzen ist. Also ihr habt da so eine Kombi, das ist eine Geschmacksexplosion vom Allerfeinsten. Also wirklich krass. Und Köfte, richtig gut gebraten, schmeckt optimal. Das Coole dabei ist, du bist Herr deines eigenen Baguettes, könnte man sagen. Was meine ich damit? Du kannst dir die Toppings so aussuchen, wie du es willst. Du kannst mit Fleisch, ohne Fleisch, du kannst mit Soße, ohne Soße, du kannst mit Grünzeug, ohne Grünzeug, kannst dir es aussuchen, wie du willst. Mit Ei, ohne Ei. Hier ist ja auch noch ein Spiegelei, Freunde. Also du hast hier so ein Frühstücks-Mittagsessen gemischt. Und das ist das Schöne bei dieser ganzen Sache, das Fläschige bei dieser ganzen Sache. Schmeckt? Guckt euch mal, wie schön das aussieht. Da seht ihr schön das Spiegelei, Köfte und das ganze Gemüse und die Toppings und die Soße. Und schaut mal, wie das hier tropft. Freunde, ich sag euch ehrlich, schönes, leckeres, knuspriges Weizenbrot, Köfte mit Spiegelei und nochmal zwei Käsescheiben oben drauf mit den ganzen Toppings. Da ist so ein Saft drin, das ist richtig fresh, schmeckt. Ich sag euch ehrlich, das liegt sehr gut im Magen. Also der optimale Mittagssnack, der optimale Snack für zwischendurch. Ich kann es euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen. In Offenbach wie auch in Frankfurt, La Baguette, checkt's ab. So, Freunde, die Foodtour in Offenbach geht weiter. Wir haben mit einem leckeren, saftigen, schönen Baguette angefangen und setzen die Foodtour fort. Und zwar bei einer, ich würde sagen, einer der bekanntesten Speisen in der Türkei. Und zwar befinde ich mich hier vor Gözleme Haus in Offenbach. Ja, Gözleme Haus sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Die haben sich auf jeden Fall bei dem Design was gedacht. Sieht sehr anziehend aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns den Laden von drin an. Auf jeden Fall ein wunderschöner Laden, sieht sehr bunt aus, eine super krasse, volle Theke, voller türkischen Spezialitäten, Süßspeisen, vom Baklava bis hin zu selbstgemachten Torten finden wir hier alles. Freunde, schaut euch mal an, was für Kalorienbomben sich hier befinden. Also ich glaube, der nächste Cheat Day wird auf jeden Fall hier gemacht. Dieser Lotuskuchen, der spricht mich auf jeden Fall an. Und hier die Pistazienbombe, Freunde, mashallah. Die Hauptattraktion natürlich ist hier das Gözleme.
Das wird frisch vor unseren Augen von der Tesa hier zubereitet. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die Live-Show. Also bevor ich die Bestellung aufgebe, wir haben hier eine riesen Auswahl, Freunde. Und zwar von Hackfleisch bis zum Spinat, Menemen, Sucuk, Eier, also alles mögliche. Natürlich kann man auch hier die süße Variante auswählen, schönen Nutella. Ich würde sagen, ich gebe die Bestellung auf und dann geht's los. Ich habe mich für die Variante mit Sucuk, Käse und Ei entschieden. Und ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Der Teig wird schön erstmal gemacht, aufgerollt, wird dann mit den Toppings beschmückt, Sucuk, Ei und der Weichkäse. Anschließend wird es zusammengeklappt und dann auf die Pfanne draufgelegt. Wird dann schön mit Butter bestrichen, dass es nochmal richtig knusprig wird. Ja, Freunde, von der netten These wurde das Gözleme frisch vor unseren Augen zubereitet. Sucuk, Ei, Käse in einem leckeren, frischen Teig und das Ganze sieht dann so aus. Wenn ich den Teig mal so anfasse und so einen Fühltest mache, ist der nicht zu knusprig, also nicht zu trocken. Also die Konsistenz ist optimal angepasst. Die Tesa weiß natürlich ganz genau, wann der Teig, das Gözleme, fertig ist. Und jetzt kommt der Biss. Ich mache hier immer so einen Dürüm draus. Bismillah. Also, Freunde, ich sage euch ehrlich, wenn ihr schon mal in der Türkei wart und Gözleme in der Türkei gegessen habt, wenn ihr diesen Gözleme hier isst, das schickt euch auf direkten Weg in die Türkei, als würdet ihr frisch dort ein Gözleme essen. Also, wenn ich hier reinbeiße, denke ich direkt an die Heimat. Ein Flashback zur Heimat. Es schmeckt wirklich krass, richtig gut. Es ist nicht zu hart, nicht zu weich, nicht zu knusprig. Sucuk, Ei und Käse, also richtig brutal. Was kann man eigentlich zu einem Gözleme trinken? Freunde, ganz klar, türkischen Tee. Zur Portion, Leute, muss ich euch ganz klar sagen, das ist ein Mordsding. Du hast hier einen riesen Teil vor den Augen. Und ich frage mich gerade selber, ob ich den überhaupt packe. Das ist eine riesengroße Portion. Das wird auf jeden Fall satt machen. Macht dir auf jeden Fall nichts verkehrt. Also Leute, ich bin hier spontan vorbeigelaufen und deswegen Respekt erstmal an die, die sich an das Design rangemacht haben. Wirkt sehr anziehend. Also dieser Laden hat mich direkt angezogen, wie ein Magnet. Bin hier reingekommen, habe auch ganz nett gefragt und wurde auch sehr herzlich empfangen. Die haben mich auch sehr gefreut, dass ich hier ein Video drehe, haben auch direkt gefragt, wann das Video online kommt. Also wirklich sehr, sehr nette Mitarbeiter an dieser Stelle. Dankeschön. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Platz, um vielleicht auch zu frühstücken oder Mittag zu essen. Sehr lockere, entspannte Atmosphäre. Man kann hier mit der Familie herkommen, mit seiner Frau, mit seinem Mann oder mit den Kindern oder mit den Freundinnen und mit den Freunden. Auf jeden Fall empfehlenswert. So, Freunde, ich esse jetzt erstmal auf und mal sehen, was als nächstes kommt, Freunde. So, Freunde, wir sind an unserem letzten Spot angekommen und zwar habe ich mir gedacht, nach einem schönen Spaziergang, um zu verdauen, trinke ich einen leckeren, frischen, marokkanischen Atay-Tee, Freunde, mit einem leckeren Kuchen. Leute, wir sind hier in Barrio in Offenbach. Ich habe mir einen frischen marokkanischen Tee bestellt mit schöner Pfefferminze. Und Freunde, einen Snickers Käsekuchen. Also ich würde sagen, zum Abschluss dieser Foodtour auf jeden Fall optimal. Und ich probiere direkt mal den Käsekuchen, der sieht richtig saftig aus. Braucht man gar nicht viel zu sagen, Leute. Oben schön diese Schokoladenschicht, dann die Karamellsoße, dann der Käsekuchen und ein nicht zu fester Boden am Kuchen. Richtig klasse gemacht, wirklich Respekt dafür. Liegt auch nicht schwer im Magen, stopft nicht. Optimal. Dann würde ich sagen, Freunde, war es mit der Foodtour in Offenbach. Ich trinke meinen schönen, frischen marokkanischen Tee zu Ende und sehen wir uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf, macht's gut, euer Taumel.